Hallöchen. Guten Tag. Ja, wir machen mal wieder ein kleines Info-Update. Ich glaube, das ist sogar das erste dieses Jahr. Ja, das kann sein. Also Info-Update Oktober 2019. Was steht so an bei unserem Channel-Kanal in nächster Zeit? Ich hätte 4 Punkte, die ich gerne ansprechen würde. Der letzte ist ein bisschen größer. Das Beste kommt eben immer zum Schluss. Hoffe ich doch. Hoffe ich auch. Ja, also erstmal, was steht so an in nächster Zeit? Wir hatten uns jetzt überlegt, als Punkt 1, dass wir jetzt möglichst jede Woche ein Video rausbringen, was ja schon sehr viel mehr ist zu vorher. Ja, das bedeutet aber auch, dass nicht immer das ein Low-Video sein kann, weil das braucht natürlich viel Arbeit und deswegen werden wir wahrscheinlich wieder diese Füller benutzen, die dann eben andere Serien sind, wie zum Beispiel eine Talkrunde über alte Spiele, die uns gut gefallen oder Themen in Spielen, die uns sehr wichtig sind. Ja, oder die Dark Souls 3 Together-Folgen, die wir jetzt immer rausbringen. Einfach so als Füller, kann man sagen, ne? Genau, ja, einfach mal so als Aktivität, damit man sich auch ein bisschen weiter austauschen kann und vielleicht auch in den Comments wieder neue Ideen sammeln kann für zukünftige Videos. Ja, es ist ja auch ein bisschen Abwechslung, es war ja auch von vielen gewünscht, hat ja eine Abfrage gemacht und ja, freut uns ehrlich gesagt, dass da so auch Interesse bestand oder besteht. Genau, ja. Und macht ja auch Spaß, das aufzunehmen. So, das zu Punkt 1. Punkt 2 ist, die Reise eines Untoten nähert sich langsam dem Ende. Es werden jetzt noch 3 Folgen rauskommen. Ich weiß nicht, wann das Info-Update rauskommt. Vielleicht sind es dann auch nur noch 2. Ja. Danach, kurz vor dem Finale, werde ich eine Umfrage starten. Und zwar im Community-Bereich vom Kanal. Wenn ihr den schon entdeckt habt, den gibt es. Da poste ich auch ab und zu mal was. ja, was als nächstes passieren soll. Die Reise eines Verfluchten, die Reise eines Unentfachten oder die Reise eines Jägers. Dark Souls 2, Dark Souls 3 oder Bloodborne. Da dürft ihr gerne abstimmen. Und ja, ich sag mal, der Sieger, der wird es dann werden. Geplant hatte ich eigentlich Dark Souls 2, aber ich hätte auch jetzt nichts gegen Bloodborne oder direkt Teil 3. Je nachdem, wo ihr halt am meisten Lust drauf habt. Also wie gesagt, da wird es eine Abstimmung geben. Aber erst kurz vor oder kurz nach dem Finale. Genau. Und das schließt ja auch nicht aus, dass die anderen Teile dann noch in der Zukunft gemacht werden. Nee, das ist nur das, was als nächstes kommt. Ne? Genau, ja. Und ja, die Reise eines Untoten geht jetzt schon 2 Jahre, glaube ich. Oder über 2 Jahre. Das ist ein ganz schön langes Projekt, weil es halt auch wirklich mehr Folgen geworden sind, als ich dachte. Und auch ein bisschen aufwendiger ist, als ich dachte. Und ja, das Finale wird wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, jetzt zum Ende des Jahres, vielleicht sogar als Abschlussvideo, mit eines der Abschlussvideos rauskommen. Mal gucken. Ja, da freuen wir uns doch. Und hoffen, dass das Ende auch gut ankommt. Denn ich meine, jede Serie braucht auch ein gutes Ende. Na ja, klar. Und ich glaube, da hast du dir auch was Schönes ausgesucht. Ja, auf jeden Fall. So, gut. Punkt 3. Lore-Videos. Ja, das ist immer so unser Hauptthema mit der Reise eines Untoten. Diese ganzen Geschichten-Videos. Momentan hatte ich mir überlegt, werde ich jetzt als nächstes ein Dark Souls 3 Lore-Video nochmal machen. Da gab es einen Wunsch. Den werde ich umsetzen, weil ich das Thema auch sehr interessant finde. Oder diesen Charakter. Oh, ich verrate mal gar nichts. Und danach werde ich mal gucken. Auch da wird es wahrscheinlich nochmal eine kleine Umfrage geben, weil ich mir überlegt hatte, dass ich vielleicht diese ganzen Dark Souls 2 Lore-Videos, mit denen der Kanal ja angefangen hat, nochmal neu auflege. Das heißt, dass ich mir da vielleicht nicht alle, aber ein paar davon, vielleicht auch ein paar neue, aber jetzt erstmal die alten Videos nochmal mir angucke. Und dann zum Beispiel den alten Eisenkönig, das war das allererste Lore-Video auf diesem Kanal, dass ich den nochmal neu auflege, wenn ihr dazu Lust habt. Da wird es eine Abfrage auch dazu geben, ob da überhaupt Interesse besteht, die alten Kamellen nochmal neu aufzuwärmen. Und dann vielleicht auch, was aufgewärmt werden soll. Also ich denke, das ist ganz interessant. Dann kann man nämlich mehr Infos reinbringen. Heute haben wir ja auch ein bisschen mehr Erfahrung. Und das einfach mal ganz anders aufbauen, besser als damals war. Zum Beispiel beim alten Eisenkönig hatte ich das Video gemacht, bevor der DLC rausgekommen ist, die Erweiterung. Und das würde ich dann heute zum Beispiel mit einbinden. Da ist ja ziemlich viel noch dazugekommen. Ja, genau. Und in den Comments wird ja auch häufig noch diskutiert und das könnte man auch noch mit einbeziehen, ja, in dem Remaster. Sachen, die dann in den Comments zum Beispiel als Theorien noch aufgekommen sind. Ja. Könnte man dann auch noch besprechen. Und zusätzlich hat natürlich die Technik bei uns sich auch geändert und verbessert. Ja, da müssten wir dann natürlich dann ein besseres Video abliefern, als das damals geschehen ist. Gut, das ist halt der Sinn der Sache. Ne? Also heute haben wir besseres Equipment. Genau. Ich habe mehr Erfahrung beim Sprechen, bin nicht mehr ganz so monoton vielleicht. Und habe auch ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt beim Skriptsammeln überhaupt, so generell, bei den Szenen, also die ganze Aufmachung. Also ich denke, das wäre sehr interessant und es würde mich freuen, persönlich,
wenn Interesse besteht. Aber wie gesagt, da wird es eine Abfrage zu geben, aber das ist wahrscheinlich dann erst was fürs nächste Jahr. Genau, ja. So. Gut, Punkt 4 ist der vielleicht größte, umfangreichste, ich weiß es nicht. Ja. Es ist etwas, was wir uns lange überlegt haben, ob wir diesen Schritt gehen. Wir haben eine Patreon-Seite eröffnet, weil es auch in den letzten Jahren immer mal wieder vereinzelt Anfragen gab. Kann man euch denn irgendwie unterstützen? Gäbe es da die Möglichkeit? Da habe ich immer gesagt, nee, gibt's nicht. Gibt keinen Spendenbutton, nichts. Jetzt haben wir uns dazu entschlossen, nach langem Hin und Her, muss ich wirklich sagen, ja, uns auf Patreon anzumelden. Die Seite wird mit diesem Video heute veröffentlicht. Wenn dieses Video rausgekommen ist, ist die Seite auch verfügbar. Der Link wird in der Videobeschreibung sein. In zukünftigen Videos werde ich wahrscheinlich auch hinten dran beim Abspannen das einfach einblenden, dass wir auf Patreon sind und wir gerne unterstützt werden würden. Ja, Patreon ist, hat halt Vor- und Nachteile, ne? Also, genau. Mir wichtig uns war es, dass Zuschauer, die nicht spenden möchten, weil es ist ja eine freiwillige Sache, das ist ja das Schöne, auch auf keinen Fall Nachteile erhalten. Ne? Also für die geht es so weiter wie bisher auch. Wir haben auch da keine großen Erwartungen dran. Das ist jetzt einfach mal so ein Test. Vielleicht in einem Jahr oder so, dass sich da was entwickelt hat. Keine Ahnung. Jetzt ist das einfach mal so eine Testphase. Genau, also es wird keine exklusiven Lore-Videos oder sowas geben, weil wir wollen auch wirklich unseren Channel so weiter beibehalten, dass er halt für alle einsehbar ist. Es wird dann halt nur so Vorteile geben, dass man zum Beispiel etwas früher sieht oder ja, andere Tiers, die ihr euch dann gleich angucken könnt, wenn die Seite ja schon online ist. Genau, da auch dann gerne die Bitte um Rückmeldung, wenn ihr Kritik habt. Zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass ich euch an was spende. Aber die Belohnung, die gefallen mir nicht. Dann noch gerne Rückmeldung, was ihr euch vielleicht vorstellt. Genau. Oder vielleicht ist es ja auch zu teuer. Ne? Zum Beispiel, wir hatten jetzt das Tier 3 für $5 für die Hintergrundmusik zur Verfügung gestellt. Wenn ihr sagt, das ist schon viel im Monat, dann gerne Rückmeldung. Ne? Also da sind wir jetzt wirklich offen und richten uns auch gerne nach der Mehrheitsmeinung. Genau. Also und auch Problem. Wenn ihr zusätzliche Sachen noch habt, die ihr euch als Reward-Tiers halt vorstellt, ja, dann sagt auch bitte Bescheid, denn wir können ja sehr gerne noch die Seite erweitern oder noch ändern. Ne? Zusätzliche sehr Sachen gerne. Können auch noch hinzufügen. Ja. Also der Grund ist vor allen Dingen erstmal kostendeckend und vielleicht lässt sich doch der Kanal dann irgendwann ausbauen. Mal gucken, genau, wohin die Reise schauen, geht. Ja. Wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn wir ein paar Abnehmer finden würden, ein paar Unterstützer, die sagen, ja, ich bin Fan, ja, da habe ich Lust drauf, aber bitte nur, wenn es nicht im Portemonnaie wehtut. Ja, klar. Sonst macht das keinen Sinn. Und wenn nicht, ist es überhaupt nicht schlimm. Wir machen so weiter wie bisher auch. Es ist halt nur mal ein Test. Mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Genau, also im Prinzip für euch muss sich nichts ändern. Nö, wird sich das ist jetzt sein. Nur für die Leute, die da freiwilliges Interesse dran finden. Ja. Und wir werden ja sehen, ob das was bringt oder ob das halt nichts bringt. Ja, wie gesagt, also ich finde Patreon eine coole Sache. Ich habe auch jemanden, den ich unterstütze. Und das ist schon wirklich schön. Ne? Es ist ja praktisch und man ja, hilft dem dem Creator, Menschen, der da was... Leuten. Ja, dem Creator. Ich habe jetzt gerade das deutsche Wort gesucht. Irgendwie fällt es mir gerade nicht ein. Ein gutes, dass man den einfach ein bisschen mit unterstützt. Ne? Aber genau, wie gesagt, freiwillig. Und wer nicht will, der soll es bitte auch lassen. Und ja, mal gucken. Ja. Das wäre soweit alles. 4 Punkte. Einmal die Videos für zwischendurch, einmal die Reise des Untoten, die so langsam ihr Ende findet. Die Lore-Videos, die wie gewohnt weitergehen. Also Lore- und Geschichten-Videos haben nach wie vor Priorität auf diesem Kanal. Und eben Patreon, wer möchte. Das wär's. Gut, dann sagt uns Bescheid, was ihr davon haltet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Was auch immer es sein wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.